Hallöchen. Herzlich willkommen. Ich habe gar nichts gemacht. Aber ihr seid sehr lieb, das ist sehr schön, vielen Dank. Es geht gleich los, keine Sorge, nur noch so zwei, drei Hinweise, weil heute ist ein bisschen anders. Heute wird's aufgenommen. Herzlich willkommen zur 12. Ausgabe Nikos Gigs und ich weiß, ich kann nicht zeichnen. Aber ich hab's versucht. Also es ist jetzt nicht schön, aber ist jetzt auch nicht hässlich, oder? Ich bin echt froh, dass ihr nicht antworten könnt. Ich würde sagen, in dieser Folge machen wir den spannendsten Gig zuerst. Ich muss mich gerade echt beeilen, weil der Akku gleich leer ist. Echt ein bisschen blöd. Wir sind gerade noch im Lager. Ich muss das ganze Zeug jetzt zusammenpacken, damit wir es dann halt morgen mitnehmen können. Noch ist alles ein bisschen chaotisch hier. Es sieht noch echt komisch aus. Aber wir sind noch im Bau. Der Vlog kommt auch irgendwann, aber mit dem Lager ist alles ein bisschen schleppend, weil es echt viel zu machen ist und wir kaum Zeit haben. Aber ich habe schon mal ein Lager. Ist schon mal nicht schlecht. Wir packen jetzt noch alles zusammen. Voice Acoustic Zeug, Mischpult und bla bla. Und ja, dann sehen wir uns natürlich morgen. Tschüss. Diese Folge Nikos Gigs ist für mich eine ganz besondere Folge, einfach aus dem Grund, weil der TuS Neukölln wieder eine große Rolle spielt. Einige wissen es vielleicht, 2016 gab es schon mal eine Nikos Gigs Spezialfolge, ebenfalls vom TuS Neukölln in der gleichen Halle. Aber die Show ist ja alle zwei Jahre und dementsprechend gab es dieses Jahr wieder. Und wirklich, gestern war noch ein Showtag. Genau am nächsten Tag drehe ich diese Nikos Gigs Folge, damit ihr sie jetzt sehen könnt. Ist das nicht cool? Nicht so, oder? Ich finde es, naja, gut. Ganz kurz zu Anfang. Diese TuS-Show war wieder erstmal mega geil. Wir hatten wieder super gute Tänzer, wir hatten total geniale Gruppen, wir hatten tolle Musik, wir hatten ein volles Haus und wir hatten super glückliche Gäste bezüglich der Show und auch der Technik. Ich hab selten so viel positives Feedback bekommen wie an diesem Programm und das ist wirklich auch einer der Gründe, warum ich diese Crew einfach tatsächlich aus dem Herzen total sehr gerne mag und es ist immer diesen familiären Aspekt hat, wenn ihr wisst, wie ich das meine. Also ich mache wirklich ganz viele Shows. Ich mache Theater, ich mache Musical, ohne jetzt angeben zu wollen, aber damit nur mal so den Vergleich. Wir machen Liveband, ich mache mit Erik coole Projekte, wir machen Filmprojekte und ich habe nie so ein familiäres Gefühl wie bei dieser Veranstaltung. Es ist Low Budget, ja, es ist kein Theaterhaus, es ist eine Turnhalle, es ist alles vollkommen korrekt, aber irgendwie macht es diesen Flair auch aus. Und du kommst da einfach hin, man sieht sich wirklich nur alle zwei Jahre oder jedes Jahr einmal. Aber es ist jedes Mal so ein Flashback und man ist wieder in der Gruppe. Also es ist einfach unglaublich cool. Es macht super mega Spaß mit euch. Leider hat so eine Tonhalle aber auch echt ihre Nachteile. Und zwar in Sachen Sound. Also Tonhalle ist in Sachen Sound wirklich die Worst-Case-Situation, die man haben kann. Folgendes. Dish ist die Tonhalle. Ja? Hier haben wir so eine Art runterfahrbare Trennwand und hier haben sich die Mädels umgezogen. Weil zu jedem Tanz gab es verschiedene Kostüme. Dann gab es hier so eine Tribüne, die ich wieder so richtig gerade gezeichnet habe. Na, es geht sogar. Dann gibt es hier eine Tribüne, wo die Menschen gesessen haben und hier noch so ein bisschen Bestuhlung. Das heißt, die ganze Fläche war alles Tanzfläche. Natürlich gab es hier hinten noch so ein paar Räumlichkeiten, vollkommen klar. Tonhalle ist schon mal, wie gesagt, Kacke. Man hat genau das, was man nicht haben will. Glatte Wände, eine super hohe Decke und vor allem keine Dämmung. So, das heißt, der Schall macht, was er will. Problem ist, oder das größte Problem ist, der Bass. Würde ich jetzt hier und hier einen Bass hinstellen, hätte ich das Problem, dass ich an dem Platz beispielsweise ganz viel Bass habe. Hier habe ich ganz wenig, hier habe ich gar nichts, weil sich manchmal Wellen überlagern und manchmal auslöschen. Deswegen muss man in der Tonhalle wirklich darauf achten, dass man den Bass zentral irgendwo hinstellt, damit es wirklich nur ein Schallzentrum gibt und so wenig Probleme wie möglich macht. Das macht trotzdem Probleme, aber nicht so krass, wenn ich jetzt die besser verteilen würde. Aus dem Grund habe ich die besser in der Mitte zentral gestellt von Voice Acoustic, die Paveo Support 18 und da drauf nochmal Frontfills. Das bedeutet, wir hatten hier in der Mitte dieses Bass-Mono-Cluster, Frontfills drauf, die Richtung gespielt haben, dann nochmal 12 Zoll Bässe, die Richtung gespielt haben, mit Frontfill oben drauf und hier Wind-Up-Stands, die mit Modular 10 praktisch den Links- und Rechts-Effekt gemacht haben und was ganz, ganz wichtig ist, was viele wirklich vergessen, was für Tänzer eigentlich das A und O ist, sind Monitorlautsprecher. Wenn die Tänzer ihre Musik nicht gut hören können, dann kommen sie aus dem Takt und sie fühlen sich nicht sicher. Deswegen, es war jetzt auch nicht riesengroß, aber besser als gar nichts, habe ich nochmal zwei 8 Zoll Boxen rangehangen, die nur auf die Bühne gezeigt haben und darüber lief auch nur das Playback, das heißt kein Mikrofon. Erstmal, damit ich keine Rückkopplung bekomme und vor allem, damit es einfach sauberer auf der Bühne ankommt. Das heißt, da kommt wirklich nur das reine Audio rauf, das reine Playback und kein Mikrofon.
Und ohne Monitor würden sie ja praktisch nur diesen ganzen Diffusschall, diesen ganzen Hall einfach nur hören und wüssten gar nicht jetzt, hä, sind wir jetzt vor dem Bassschlag, nach dem Bassschlag? Alles ein bisschen komisch, ihr wisst schon, was ich meine. Was ebenfalls bei Theater und bei Musical unglaublich wichtig ist, was die meisten vergessen, sind Lautsprecher im Backstage-Bereich. Weil es gibt ganz viele wichtige Einsätze, ganz viele Keywords oder irgendwelche Sachen, wo sie ihren Einsatz hören müssen. Und da wir in einer Tonhalle sind und wir halt mit der PA in diese Richtung bespielen, prallt dieser ganze Schall in die Richtung ab. Das heißt, hier in den Räumlichkeiten, wo die praktisch kam hier und hier kam die zum Tanzen rausgelaufen, würden sie nur diesen ganzen Hall hören und du verstehst kein Wort vom Moderator oder von der Musik. Aus dem Grund gab es von mir nochmal hier hinten eine Alea 4 und hier eine Alea 4. Die hat da lang in einen Langgang geschossen und die hat hier dahin geschossen, wo praktisch der Vorraum war, bevor sie auf die Bühne gelaufen sind. Da waren sie auch sehr, sehr dankbar, dass ich das hier gemacht habe, weil sie sich einfach viel sicherer fühlen. Was auch ebenfalls wichtig für euch ist, müsst ihr euch unbedingt merken, verzögert die Lautsprecher. Bei 25 Meter habt ihr schon einige Millisekunden Verzögerung. Das heißt, wenn ihr hier steht, hört ihr zuerst diesen Lautsprecher und ein paar Millisekunden später hört ihr den Schall von hier. Das heißt, ihr habt die ganze Zeit so ein Tak, 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 die ganze Zeit so ein Echo und wisst gar nicht, laufe ich jetzt rein, laufe ich jetzt nicht rein und du kommst völlig aus dem Konzept und vor allem ist es auch anstrengend für den Kopf. Deswegen auf jeden Fall am besten mit dem iPad sich hier hinten hinstellen, am Delay-Regler drehen, bis es für euch sich gleich anhört und dann gibt es da auch keine Probleme. So, genug Theorie. Ich hatte dabei als Pult eine SQ6, zwei Sennheiser EWG4 Funken von mir mit E965er Kapsel drauf, auf Super Nero umgeschaltet, weil der Moderator halt das wirklich genau auf die zu interviewenden Leute gehalten hat. Dementsprechend hatte ich etwas weniger Feedback-Probleme, beziehungsweise gar keine. Moderator hat von mir ein DPA 4088 Headset bekommen, was über eine Shure ULX-D-Funke lief. Alles problemlos, alles wunderbar. Ich hatte 12 Ausgänge, weil ich praktisch die Bässe, die Frontfills, die Modular 10, die Stage-Monitore und noch den Backstage-Bereich über einzelne Aussage bzw. Matrixen gespielt habe, damit ich alles einzeln regeln kann. Gerade bei Kindermusicals, was das auch teilweise war, also wo das Alter wirklich von 6 bis 50 ist im Zuschauerbereich, macht euch unbedingt eine Matrix oder einen regelbaren Weg für eure Subwoofer. Es gibt Songs, da knallt der Bass zu sehr, da müsst ihr den ein bisschen runternehmen. Es gibt Songs, da ist fast nichts da, dass ihr wieder ein bisschen aufholen könnt. Also nur das immer als Tipp nebenbei. Es ist Montag, der Tag nach dem TUS und wir haben das Zeug erstmal ganz grob ins Lager reingeschoben. Also hier ist wirklich noch nichts aufgeräumt. Ich muss noch die Hälfte zum Vermieter zurückbringen. Das Podest und ein paar Funken sind von TSE. Da ist noch ein bisschen Edelmattzeug hier. Das muss alles zurückgebracht werden. Das wird heute meine Aufgabe sein, obwohl ich gestern beim Aufbau tatsächlich nochmal Fieber hatte. Und das war natürlich nicht so schön. TUS war wieder unglaublich geil, hat so viel Spaß gemacht. Wieder krasse Tänzer dabei gewesen, total coole Gruppen, schöne Musik, komplett volle Hütte, richtig geil, cooles Publikum und ja, ich konnte leider nichts für euch filmen beim Abbau und so weiter, hab aber ein paar Fotos gemacht, immerhin, dass ihr so einen gleichen Eindruck habt und es wurde halt nur das gefilmt, wo ich kurz auf die Bühne gerannt bin, um ein paar Ansagen zu machen. Danke fürs Zuschauen und ja, willkommen zum nächsten Gig. Tschüss! Gig Nummer 2 war im Sportforum in Berlin in der Eishalle und zwar gab es dort die Eisparty, die wir gemacht haben. Den Auftrag bekam ich über Marc, der hat da ab und zu mal aufgelegt und hat mich gefragt, hey, wir brauchen eine fette Anlage, hast du da was im Petto? Ich so, yo. Problem war, low budget. Dementsprechend, ihr wisst, ich unterstütze kein Preisdumping. Es gibt Situationen, da gibt es einen Job, der wäre eigentlich 3000 Euro wert, da kommt wieder irgendein Hobby-DJ um die Ecke gewandelt von wegen, ja, ich mache alles für 500 Euro. Das ist uncool. So, es gibt einfach doch, finde ich, einen Qualitätsanspruch und ich finde es einfach uncool, wenn manche den Markt kaputt machen, nur mal so nebenbei. Deswegen, ich rabattiere auch sehr gerne, wenn ich um jemandem entgegenzukommen, aber echt bis zu einer bestimmten Grenze, damit ihr nicht dumpt. Das ist ganz, ganz wichtig. Dementsprechend habe ich da auch das hingestellt, was gerade noch so ging. Also zwei Voice-Akustik-Bässe, zwei Modular 10 und wirklich nur noch zwei C108. Und das für diese riesige Halle. Guckt euch mal dieses Bild an. Diese Halle ist riesengroß. Und wir haben das Ding ohne Hausanlage bespielt. Und das war krass, es hat gereicht. Ich meine, klar, ein bisschen mehr Wumms wäre noch schön gewesen, aber es war halt im Budget nicht drin. Und dafür waren die alle ultra happy. Der Bass von diesen zwei Kisten, dieser Riesenhalle, hat trotzdem gebumst bis in die letzte Ecke. Das war echt beeindruckend. Also wenn du davor standst, hast du echt Angst vor der PA gekriegt. Das ist wirklich krass. Als Pult SQ6, aber auch nur für Delay-Lines bauen, also nur um die Delays anzupassen. Mehr nicht, weil es war ja bloß ein Kanal, zwei Kanäle vom DJ und eins vom Kabelmikrofon, mehr war das ja nicht. Und war halt eine sehr gelungene Party. Was ich cool fand, Marc hatte die Eier Macarena zu spielen und es hat wirklich gefruchtet. Alle Eisläufer sind vorne an die Bande gekommen und haben zusammen in Macarena getanzt. Ich meine, das sah unglaublich cool aus. Wir haben einfach nur das ganze Tag gefeiert und es war einfach richtig, richtig geil. Und wenn alles gut läuft,
werde ich diesen Gig nochmal machen, aber den Jahresabschluss-Gig, sage ich mal, und der wird am 28.12. stattfinden, ebenfalls in der gleichen Halle. Und da wird eventuell auch ein bisschen mehr PA dann stehen. Und da kommen wahrscheinlich dann auch einige Sticks-Berichte über. Aber lasst euch überraschen. Wir haben mal wieder nicht geschafft, Videos zu drehen. Es war einfach zu, ja, zu stressig. Es hat Spaß gemacht. Wir waren auch da einfach zwischendurch am Arbeiten, haben Bock drauf gehabt und dementsprechend jetzt nicht jedes Mal die Kamera gezückt zum Labern, um euch zu zeigen, was wir gebaut haben. Aber ich habe ein paar Fotos gesehen. Voice Acoustic PA, ein bisschen als Audio. Und da hinten habe ich noch zwei Menschen, die mir geholfen haben. Wirklich sehr, sehr cool. Aber diese ganze Halle bespaßen ist schon nicht easy. Aber hat funktioniert. Auch budgetorientiert. Immerhin. Mal ein bisschen Licht hier. Was? Na, war cool? Ja. Was eine Aussage, Marc. Was eine Aussage. Kick Nummer 3 geht kurz und knapp. Und zwar unterstütze ich seit diesem Jahr das Strandbad Weißensee für das Label Comedy auf eigene Gefahr. Das ist ziemlich, ziemlich cool, weil da kommt, das ist so ein ähnlicher Style wie Nightwash, nur halt im Strandbad-Style. Und da stelle ich halt immer nur einfach zwei Pavillose 112 auf mit LRA-Stick und hänge immer die kleinen Alea 4 oben an die Stangen ran, um praktisch noch die Outfills zu kriegen, also die Ausränge zu beschallen, weil wir halt ebenfalls mal wieder, was eigentlich total doof ist, in die Breite bespielen. Wir spielen nicht längs, wie es eigentlich gehört, sondern wieder in die Breite. Dementsprechend muss ich halt mit den Boxen wieder extrem breit abstrahlen. LRA-Stacks relativ gewinkelt, damit die in der ersten Reihe was hören, aber dass der obere auch noch ganz hinten schießt für die Menschen, die stehen. Das Ganze, viele werden lachen, über einen Behringer XR12 Mixer. Das ist ein WLAN-Mischpult. Ganz kurze Meinung dazu, weil mich viele gefragt haben. Das Mischpult ist top, bis auf diesen eingebauten WLAN-Hotspot. Der ist scheiße, der ist wirklich kacke. Also den würde ich niemals verwenden, der ist nicht stabil. Deswegen habe ich auch eine Fritzbox dran gemacht. Das mache ich eigentlich immer jetzt so. Beziehungsweise jetzt habe ich mittlerweile einen AirPod Express. Der ist deutlich besser und kleiner, kompakter und so weiter. Deswegen habe ich den jetzt geholt und habe die Fritzbox abgegeben. Die ist nicht schlechter, aber einfach groß. Das war eigentlich der Grund. Und vor allem kann ich über den kleinen AirPod als Musik streamen. Ja, also wenn man den eingebauten WLAN-Hotspot von dem Mixer nicht nutzt, ist das Ding wirklich für das Geld ein gutes Gerät. Ist wirklich so. Es ist wirklich in Ordnung. Ja, HDSP600, 2B58 als Mikrofon. Das war es auch schon. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt mir doch bitte einen Daumen hoch. Wenn nicht, gebt mir ehrlicherweise einen Daumen runter. Ihr wisst Bescheid. Abonnieren würde ich mich mit der Glocke aktivieren. Ebenfalls sehr, sehr freuen. War das überhaupt ein deutscher Satz? Ich glaube nicht. Egal. Herzlichen Dank und bis bald. Tschüss.